Menschen sind schlimm. Menschen werden immer meckern. Da kannst du machen, was du willst. Ja, ist wirklich so, ne? Kritik ist doch in Ordnung, aber manche picken nur das Negative raus. Ja, oder kennt ihr die Menschen, die grundsätzlich immer das Negative, beziehungsweise nicht das Negative, diese Menschen, die grundsätzlich immer gegen den Strom schwimmen wollen? Dieser, nimm jetzt das Beispiel Vagabond. So, Vagabond, die geilste Reihe der Welt. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ich finde es ja nicht so, ne? Also ich finde das ja. Oh ja, da hat Jana doch dieses tolle Ding. Oh, das hast du in Discord gepostet, ne? Ich fand es so gut. Ich habe da doch nichts drauf gesagt. Das hast du im Discord mal gepostet. Oh, wo war denn das? Oh, das ist bestimmt schon. Das ist länger her gewesen. Aber das war so gut. Warte mal, ich will das noch mal kurz. Ich will das mal kurz anhören. Ich fand das einfach so gut. Oh, wo ist das? Wo ist das? Das war, ist schon ewig her, schon eine ganze, ganze Weile her. Ich hoffe, Jana, du weißt, was ich meine. Boah, das ist schon wieder, es ist schon zu lange her, wahrscheinlich weiß ich nicht mehr. Weiß gerade nicht, was du meinst. Das ist die Olle, die immer gesagt hat, irgendwie so, ja, ich habe das Gespräch, also, ja, ich habe letztens einen Bandscheiben vorgefallen. Ja, hatte ich auch, hatte ich auch, hatte ich auch. 13. 13, ja, nacheinander. Ist immer wieder nacheinander passiert, ja. Also, mir geht's schlimmer, weißt du, so diese Menschen, mir geht's immer schlimmer als dir. Oh, das ist so schlimm. Oh, diese Menschen, es ist manchmal so frustrierend, mit manchen Leuten zu reden, oder? Oh, ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Das war so lustig. Ich hätte das gerne nochmal gehört. Ich hätte es jetzt euch abgespielt, weil das geht ja. Kann man ja immer machen. Ne? Vielleicht machen sie es ja mit dem nächsten Sternpfad wieder besser. Ich kenne einige, die den Sternpfad zu anstrengend fanden. Ja, vielleicht hören sie auf die Kritik. Kann schon sein, ja. Also, wenn es zu viele Leute sagen, könnte es ja wirklich sein, dass sie dann irgendwann mal sagen: Gut, müssen wir vielleicht doch nochmal was dran machen. So, hat nicht ganz gereicht für die Aufgabe. Ich muss mal kurz. 10 fehlen mir noch. Dann gehe ich tatsächlich nochmal erstmal ganz kurz mit der Königin, muss ich sprechen, also mit Nala. Mit ihr mal kurz quatschen und dann gehe ich noch ein paar Dinger suchen. Kristalle. Denn das war ja das Ding. Ja, ich kann eigentlich auch kurz hier reingehen, dann kommt sie auch raus, ne? Ist Warte, ziemlich da toll, wie vorne. nett du zu jedem bist. Dann kriegen wir die Aufgabe auf jeden Fall heute auch noch gewuppt. Ramona, hallo. Ich schau mal, ob ich es finde. Oh, das wäre so super. Ich fand das so lustig. Aber einerseits fand ich es lustig, andererseits habe ich die Person gehasst, die das geredet hat. Oh, das hat mich so genervt. Oh, dieses. Ja, mir geht's ja immer schlimmer als dir, ne? Ja, ich bin. Ja, das ist bei mir auch so. Ja. Gut finde ich, dass man zumindest länger Zeit und nicht alle 30 Tage zum schweren Pass kommt, zumindest noch. Ja. Ja, sie können sich auf jeden Fall mit den Updates ein bisschen mehr Zeit lassen. Das finde ich auch, weil ich aber grundsätzlich auf jeden Fall schon andere Spiele habe. Ist sie jetzt eigentlich da gewesen? Sie ist ja immer noch nicht hier. Wo ist denn Nala denn? Ist sie beim Essen? Ach, sie ist beim Essen. Ja, dann gehe ich einfach dahin. Ja, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen können mit dem Sternenpfad, weil muss ja nicht immer so schnell sein. Oder halt generell mit den Updates. Ich spiele auch andere Spiele wahnsinnig gerne, aber ich komme halt kaum dazu. Finde ich auch. Ich wünschte auch, wir hätten teilweise mehr Zeit. Ja, eben. Und man muss ja auch bedenken, dass es halt eben auch Leute gibt, die da halt dran arbeiten müssen und die dann auch wirklich nachliefern müssen und so. Also ich finde das in Ordnung. Man muss nicht immer so schnell alle Updates haben. Ich finde es okay. Man kann sich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Google Übersetzer geht es auch schneller. Ja, dann hast du halt sowas wie zerhackt. Oder wie war das? Nee, nicht zerhackt. Wie hieß der doch mal, dieses Schwein in dem Spiel? Abgehackt, genau. Baue einige rote Edelsteine ab. Super, noch mehr tolle Edelsteine. Ui. Depression, 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 Depression. Oh Mann, das regt mich jetzt echt auf, ne? Dass ich das nicht. Ryan hat noch was geschrieben. Ach so, okay. Ja, nee, ist was anderes. Ist was Privates. Nee, ich dachte nur, das war was für heute. Was ist, wo war denn das Ding, was Jana geschickt hat? Das regt mich jetzt echt auf. So lange war das nicht her, wie ich es jetzt hier gerade. Oder ist es noch Ich frage länger? mich, was hier wohl für besondere Zutaten wachsen.
Was ist das da? Warte mal, ich muss es mir kurz angucken. Es ist wunderbar, wie du hier den Menschen hilfst. Nee. Das ist was anderes. Oh, das regt mich jetzt echt auf. Hätte das so gerne nochmal gehört, um es euch doch zu zeigen. Es wird aber immer diesen ganzen Scheiß auf Instagram, also auf Discord immer wieder, den ganzen Scheiß immer wieder hin und her posten, ne? Kein Wunder, dass wir dann über so komische Sachen bei uns im Instagram, gerade Jana und ich, haben, weil wir uns immer gegenseitig diese ganze Kacke schicken. Ich finde es auch nicht, ich glaube, es ist nicht so lange. Ja, eben, ich gucke, ich bin gerade schon bei Nachrichten von Januar 2024, aber das ist fast schon zu spät, ne? Also zu früh, meine ich. Oh, Vroni, danke schön, weil Sarah Leia gerade geschrieben hat, Werbung 1 von 6, ich hoffe, du erzählst gerade nichts Spannendes. Oh, Vroni, voll lieb von dir. Aber ich kann leider nichts daran ändern, Werbung ist halt Werbung. Oh, danke schön, Vroni, vielen, 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 vielen Dank. Ich guck gleich nochmal, vielleicht finde ich ja doch nochmal das Ding irgendwie. Sonst müssen wir erstmal was anderes machen. Ein perfekter Tag. Sollen wir mal mit Remy spielen? Hey, wie spielen wir mit Remy? Münster Level 1, jetzt... Nach Jana filtern und dann nach links filtern. Easy. Echt jetzt? Nach Jana? Ach, das geht auf Discord? Ich wusste gar nicht, dass man Namen filtern kann. Warte, ich guck. Rechtsklick. Jana bannen. Nachricht? Nee, da kann ich hier private Nachricht schicken. Jana filtern, warte mal. Ich probier's gerade. Ich kann nur draufklicken auf Jana und dann. Ich weiß nicht, wie klicken. Schau über dem Sub. Über dem Sub? Ach, da! Ach so, du hast es schon geschickt. Ach so, ich dachte... Ah, Entschuldigung. Ja, okay, danke. Vielen, vielen Dank. Ah, du hast es schon geschickt. Ah, jetzt habe ich ein Auge gefunden. Okay, alles klar. Celine, hallo an dich. Und Marius, hallo auch an euch. Hey, Knossi, wie geht's dir? Hä? Hast du schon mitbekommen, dass Elton bei ProSieben weg ist? Wieso nennst du mich Knossi? Das nehme ich hart als Beleidigung. Ich finde den Typen so scheiße unsympathisch. Ich finde den so schlimm. Hallo, Shorty. Ich lasse heute nur kurz einen Lurk da, ich gerade in einer Online-Lehrveranstaltung sitze. Dankeschön für den Lurk auf jeden Fall. Toffee wolltest du schreiben, ne? Ja, ich habe schon mitgekriegt, dass Elton nicht mehr ProSieben ist. Das hat wahrscheinlich was für zu tun mit hier Stefan Rapel seinen eigenen Fernsehsender aufmachen und sowas. Jetzt will ich mal ganz kurz, während ich jetzt hier das Ding spiele jetzt, will ich jetzt ganz kurz das mal den Ding hören. Kennt ihr diese Menschen? Achtung, kennt ihr diese Art von Menschen? Ja auch, ne? Ein Bandscheibenvorfall. Ja, hatte ich auch noch. Was sind die? Das habe ich gar nicht 13. 13 gleichzeitig. Eins, zack, zack. Das geht, glaube ich, gar nicht, dass er 13 hatte ich trotzdem, ein... ja. Okay. Deswegen ist deine Geschichte jetzt auch nicht so impressiv, ich sage. Ja. Und ich muss gerade mega viel arbeiten. Ich arbeite ja 30 Stunden am Tag, ne? Aber der Tag hat ja nur 24 Stunden. Das ist dann alles eine Frage des Mindsets. Ne? Okay, also... Bei mir wurde eingebrochen letztens. Das ist bei mir so. Auch. Bei mir auch. Bei mir auch. Echt? Ja. Alles weg. Ne? Ich komme hier rein. Aber nichts mehr da. Gar nichts. Keine Flips. Erdnussflips auch weg. Hier steht ja alles. Hier steht ja. Ich bin jetzt neu geholt eben. Ne? Das tut mir leid dann. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich auch. Ne? Jetzt ab. Okay. Er ist stärker als. Stärker. Ich habe das stärker als du. Also meistens dreimal so stark wie du. Ne? Das ist so blöd. Ja. Hatte ich ja auch, ne? Bandscheibenvorfall. Ja. Ich finde das so doof. Über diese Menschen, die bei denen immer alles schlimmer ist als bei einem selber, weißt du? Ja, hatte ich auch, ja. Mhm, ja. Und bei mir noch schlimmer. Bei mir noch viel schlimmer als bei dir, ja. Ja, bei mir ist ganz, ganz schlimm, ja. Es ist so schlimm, ey. Ich habe so jemanden in der Familie, oh Gott, es ist so tragisch, ey. Manche Menschen, die einfach nicht, die nicht akzeptieren können, dass es andere Menschen gibt, die vielleicht auch Probleme haben, weißt du? Ah.
So, warte mal, ich setze den mal hier hin. Kann ich ihn da auch hinsetzen? Kann ich nicht. Ah, oh, hier kann ich 4 abgreifen. Hier, guck mal. Gaston ist tatsächlich schon sehr, sehr gut für sowas. So und so. Kommt das Spiel, das du da gerade machst, auch machst erst mit dem DLC? Ja, genau. Das kann man tatsächlich nur mit dem DLC spielen. Ja, ist wirklich so. Ist ein bisschen schade. Toffi, jetzt kommt halt endlich Staffel 2 von Monster AG Serie Fortsetzung über Disney Plus. Ich habe die erste noch nicht mal gesehen. Echt jetzt? Gab es da eine Serie? Habe ich gar nichts mitgekriegt von. Ohne Witz. Ah nein! Ich habe mich verdrückt! Oh mein Gott, jetzt konnte ich es nicht einsammeln. Jetzt werde ich... Gaston kann es retten. Huh. Hilfe. Das war jetzt echt... Ne, fast schon Depression, ne? So. Und hier. Gut sind dann auch die Menschen, die meinen plötzlich Arzt zu sein, wenn du mal etwas von einer Krankheit erzählst. Oh, oder die Leute, die immer einen guten Spruch parat haben und immer wissen, ne? Von wegen, oh, ich kenne da auch so Leute. Ich krieg so viele gute Ratschläge von Menschen, die keine Kinder haben. Du wirst dich wundern, ey. So, ja, dann musst du das machen, weißt du? Wenn, erzählst halt so, von wegen, weswegen du nicht zu dem und dem Treffen gekommen bist. Ja, mein Sohn war halt wieder beim Sohn war halt vielleicht irgendwas oder irgendwie so. Und dann warte mal. Nein. Hab ich jetzt sag mal, was verdrücke ich mich die ganze Zeit hier? Ich bin ein Hirni. Ja, gehen wir dahin. Ja, ich mache hier komische Sachen, ne? Aber egal, Hauptsache die 2 Goldene noch. Ist Level 1, das kriegen wir trotzdem hin. Weißt du, dann sagst du, ja, ich konnte zu dem und dem nicht hingehen oder sowas, weil mein Sohn halt irgendwie krank war oder mein Sohn das und das. Ja, hättest du mal das und das gemacht, weißt du? Haben keine Kinder, aber, ne, wissen es besser. Und so, ja, und weißt du, nimmst es ja auch nicht böse. Ist ein guter Ratschlag oder sowas. Ja, nimmst du vielleicht erstmal nicht böse, aber dann hören die auch nicht auf, ne? Und sag, ja, nächstes Mal mache ich das dann vielleicht und so. Ja, hättest du mal gemacht, ne? Ja, ja. Ich würde es auch übrigens mit dem und dem versuchen, ja. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es auch noch diese Idee. Sonst rufst du mich nächstes Mal an, weißt du, wenn du wieder so eine Situation hast. Meldest dich einfach bei mir. Dann kann ich dir sagen, wie das geht, falls du das nicht verstanden hast. Erkläre ich dir das ganz genau. Ich kann es dir auch aufschreiben, wenn du möchtest, ne? Mit oben, mit Überschrift. Du bist zu doof für dieses Ding, deswegen schreibe ich dir das jetzt hier auf. Hier so eine Liste für dich, okay? Und meldest dich einfach. Meldest dich einfach. Egal wann. Ich kann immer wieder, jedes Mal aufs Neue, dich fühlen lassen, als wärst du der komplette Vollidiot. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Mache ich auch gerne nachts. Ne? Meldest dich einfach. Kann ich nachts dir sagen, was für ein Volltrottel du bist. Okay? So. So kommt das rüber, dass sie das nicht merken. Oh Gott. Willst du dir die Fallout-Serie anschauen? Ich bin ein bisschen versucht danach. Momentan gucke ich aber gar kein Fernsehen oder halt, ne, kein Streaming, kein Fernsehen und sonst irgendwas. Gar nicht so auf dem Schirm in letzter Zeit, weil ich mit Manga lesen wahrscheinlich bin. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da irgendwann mal wieder dazu komme. Ich wollte ja auch The Gentleman zu Ende gucken, da habe ich erst 3 Folgen geguckt von 8. Dann müssen wir noch 5 Folgen gucken. One Piece Realserie habe ich immer noch nicht zu Ende geguckt und die hat bald Jahrestag. Im Sommer. Und ich habe sie immer noch nicht zu Ende geguckt. Ja. So kann das passieren. Depression. Jedenfalls, ja, da muss ich... es interessieren mich viele Sachen, auch im Fernsehen und im Streaming-Linksbereich, Kino auch oder sowas. Aber ich komme halt leider nicht dazu. Oder halt momentan, was heißt, ich würde schon dazu kommen, wenn ich nicht andere Sachen priorisieren würde. Ne? Trink was, dankeschön. Also man kann ja einen vorsichtigen Tipp geben, aber woher soll man es besser wissen, wenn man selbst keine Erfahrung hat? Wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, wenn man einen guten Tipp geben möchte oder sowas, aber die lassen halt auch nicht locker. Es sind halt diese Spezialpersonen. Es sind nicht alle, aber es gibt ein paar Spezialpersonen, wo ich sage, oh Leute, einfach mal die Fresse halten, ne? Das ist so ein Spruch, den sollte man sich auf T-Shirt drucken und bei manchen Menschen einfach permanent immer anziehen, in der Hoffnung, dass sie es einfach mal lesen und verinnerlichen, weißt du? Mitten in die Fresse donnern, weißt du? Einfach mal die Fresse halten. So, und da musst du vielleicht noch nicht mal was sagen. Dann kommt wieder so ein toller Spruch und du kratzt dich vielleicht einfach nur an der linken Titte oder so. Und dann in der Hoffnung, dass die Person da vielleicht auch gerade mal drauf guckt
und dann, ne, einfach mal die Fresse halten. Und dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen innehält und sagt, ah, stimmt, ja, könnt ihr auch vielleicht mal. Ja. Das wäre der tolle Tipp, den ich dann geben würde, weißt du, wenn sie mir tolle Ratschläge geben über XY, sage ich so, ja, hast du eigentlich auch schon mal drüber nachgedacht? Ich habe einen ganz, ganz tollen Tipp für dich. Schon mal drüber nachgedacht, einfach mal die Fresse zu halten? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Falls du das nicht kannst, ich kann dir auch ganz, ganz, ganz genau erklären, wie du das machen musst, ne? Einfach den Mund zu und zulassen, ne? Probier es am besten sofort mal aus. Ich sag dir, wenn du was falsch gemacht hast, okay? Probier es einfach mal aus. Kostet ja nichts. Einfach mal probieren. Und wenn du irgendwie Probleme hast oder sowas, tipp's mir einfach auf die Schulter oder so, ne? Und dann können wir da nochmal drüber reden. Weil ich kenne mich ja da aus, weißt du? Ich bin ja nicht so ein Großmaul wie du. Ich weiß ja, wie man die Fresse halten kann. Deswegen kann dir da einen tollen Tipp geben. Ah, ja, genau so möchte ich das in Zukunft haben. Wie komme ich jetzt da hin? Kann ich ausbuddeln? Buddeln noch nicht. Ja, ne? Ja. Ja, Terror Kitty. Ja, das sind so tolle Tipps halt, ne? Wenn die selber so tolle Tipps geben, dann gebe ich halt auch mal welche. So, ich gebe mal ein paar Sachen ab. Beziehungsweise... Ach Gott, ich hab mein Inventar sieht schon wieder aus. Müll. Eltern mit Kindern sind gegenseitig auch nicht ohne. Oh ja, da gibt's auch das Tolle, ne? Ja, meine Kinder dürfen ja nur... Also dürfen ja halt keinen Zucker, ne? Ja, weil Zucker dreht die halt so auf, ne? Und ja, das letzte Mal, wo die Zucker zu sich genommen haben, da war das so schlimm, dass wir sie fast eingeschläfert haben, ne? Ja, ja, ja. Es war schon extrem, ne? Deswegen auf gar keinen Fall Zucker geben, ne? Zucker ist ja auch krebserregend, ne? Ja, ja. Gibt Krebs am kleinen Zeh, am rechten, ne? Ja, ist eine neue Studie rausgekommen, ne? Aber auch nur bei Kindern. Deswegen sollte man das auf jeden Fall unterlassen, Kindern Zucker zu geben. Und ich finde auch anderen Eltern sollte man das einfach auch nahelegen, ne? Dass da wirklich keiner auf den blöden Gedankengang kommt, dann aus Versehen vielleicht den Kindern Zucker zu geben, in verschiedenster Form oder sowas, weißt du? Es ist ja auch nicht in Ordnung, wenn du jetzt zum Beispiel auch unterwegs bist und du hast nichts anderes in der Hand als irgendwie einen Schokoriegel oder irgendwie sowas, dann finde ich das schon, ist schon Hardcore-Kindesmisshandlung, ne? Allein schon den Kinderriegel in der Tasche zu haben, das ist nicht in Ordnung, das sollte man gar nicht. Am besten einfach die Kinderriegelindustrie von vornherein schon mal verklagen, dass die halt überhaupt sowas herstellen. Also wir haben da ja schon einige Sammelklagen in Auftrag gegeben, die dann versuchen, das groß aufzuziehen, damit wir da bald gar keinen Zucker mehr in unserer Gesellschaft haben, weil das einfach so viel sinnvoller ist. Und ja, und dann halt eben, wenn du auch jemanden siehst mit einem Schokoriegel in der Hand, am besten sofort den Schokoriegel aus der Hand schmeißen und die Polizei rufen. Das sollte man auf jeden Fall machen, finde ich. Also es ist ja wirklich, es grenzt ja an Kindesmisshandlung, wenn man da Zucker, ne, und so. Und das Kind kann ja nichts dafür, weißt du, dass die Eltern so missraten sind. Das arme Kind kriegt auf einmal Zucker, während nur weil die Eltern total behämmert sind, ne, und nicht verstehen, dass das Gift ist. Oh! Ah! Jetzt am liebsten Schokoriegel mitten in die Fresse donnern. Hier, iss! Kommt mal wieder ein bisschen Zucker in dein Hirn! Oh Gott. Weißt du, ich sag ja nichts. Man muss ja, ne, von wegen hier alles in Maßen. Auch Zucker in Maßen. Aber ganz auf alles verzichten. Das arme Kind. Oh Gott. Ich mache gerade nur Scheiße hier in diesem Spiel. Ich quatsche gerade nur mit euch, aber ich genieße es gerade, so hardcore abzulästern über Helikoptermütter und sowas. Ups, was habe ich... was mache ich hier? Ich wollte eigentlich was anderes. Hier, da, fertig. Du müsstest auch mal bei der Sendung mitmachen, wo man nicht lachen soll. Ich würde das nicht schaffen bei dir. Oh ja, ich würde gerne bei LOL mitmachen. Kann ich mich bewerben? Oh, schließe Dreamlight-Pflichten ab. Ja, ich liebe es. Kann ich mich bewerben? Kann man sich nicht bewerben, ne? Da wird man eingeladen und wenn du Pech hast, sagen sie, was willst denn du Lappen? Flupp. So, hier kann man jetzt eigentlich, hier neue Dinger, kann man die nicht? Nee, die, kann man sehen, wie weit die gehen? Samen auswählen? Ah, hier, warte mal, Samen auswählen. Und wie mache ich das jetzt? Samen sehen? Ach so, hier, so.
Ui. So kann's gehen. Ja, ich wollte eigentlich nur... Ups. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel sammeln. Ich wollte nur meine Samen loswerden, damit ich ein bisschen Platz in der Tasche habe. Meine Güte. Der tägliche TikTok-Alltag. So ein Streamer-Special bei LOL. Oh ja, ich würd sofort mitmachen. Aber ich würde sofort rausfliegen. Ich lache zu schnell. Ich lache halt einfach zu schnell, ne? Wie gesagt, bei der jetzigen Staffel LOL hätte ich zweimal gelacht. Ich wäre aber rausgeflogen. Ist natürlich auch... Weil von denen du weißt, du hättest ja auch einen Schmunzler irgendwie hinkriegen können, von dem du gerade gar nichts weißt, ne? So. So, was haben wir sonst noch? Hier eins. So. Ich sag ja, wie die Tasche ein bisschen frei machen hier. So. Das schon mal weg. So viel zum Thema Tasche frei machen. Jetzt sammle ich schon wieder anderes Zeug. Hier, siehst du, Tasche frei. Mm, man merkt's. Okay. Dann habe ich schon wieder fast gar nichts, was ich machen kann. Ich könnte... Was, drauf jetzt. Ich könnte... Ja, wir... Ich nehme mal ein anderes Rezept. Ich hab nicht so viel Zeug, ne? Ja gut, machen wir es einfach so. Nein, ich wollte noch mehr. Oh nein, jetzt hängt es. Ah, ich habe nicht genügend Zutaten wahrscheinlich, ne? Ah. So, was kann ich jetzt von dem Sternpfad noch machen? Pilze geht gerade nicht. Meerestentakelviecher geht vielleicht noch, aber viel geht, also viel nicht mehr. Finde ich aufblät. Dreamlight-Pflichten vielleicht noch. Fange 3 Zitter. Ja, mal eben so. Verkaufe 5 Früchte. Das kriege ich hin. Da gibt es Brotdosen-Videos. Da bricht so oft die Hölle aus, wenn man ein Keks drin ist. Oh, da habe ich auch mal eins gesehen. Da hat eine Mutter tatsächlich ihren Kindern eben das Frühstück gemacht und so. Und da hat sie dann auch eben, glaube ich, so, ja, eben so Actimel-Getränke reingeschmissen. Und das war nicht nur Actimel, dann waren da auch noch irgendwas Süßkram-mäßiges war dabei. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, habe für mich so gesagt, so, ja, okay, sieht ganz nett aus und sowas. Ich persönlich hätte es jetzt nicht so gemacht. Ich habe gar keine Früchte. Siehst du mal. Ich kann nicht mal eben so machen, ne? Ich habe gar keine Früchte. Ich hätte es jetzt nicht so gemacht, ganz ehrlich. Aber ich habe halt gesagt, okay, ist halt jedem selbst überlassen, ne? Also jede Mutter halt, jede Mutter und jeder Vater da draußen hat halt eben ihre eigene Vorstellung davon, was man den Kindern geben kann. Ist halt vollkommen in Ordnung. Und ich bin auch nicht so missgünstig, dass ich sage, also das geht ja mal gar nicht. Ich hätte es jetzt halt nicht gemacht, aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt gerade tragisch, ne? Jeder ist anders da draußen. Und ich habe es halt eben so für mich gedacht und habe den Fehler gemacht. Ich habe in die Kommentare geguckt. Und als ich in den Kommentaren gelesen habe, stand da drinne, ja, wie kann man nur, den Kindern so viel Süßkram mit in die Schule geben? Weißt du eigentlich, wie viel Zucker in Actimel drinne ist? Und überhaupt, Actimel, da heißt doch jeder, dass die zu einem Konzern gehören, bei denen die arme Kinder in Afrika auspeitschen, weil die Milch geben müssen, weil da keine Kühe überleben können in Afrika, weil es da zu heiß ist, müssen die Kinder die Milch geben und deswegen werden die ausgepeitscht, damit das Blut dann weiß wird oder was weiß ich. Und, irgend so ein Müll halt, einfach unbestätigte Scheiße, irgendein Mist wird dann halt eben gesagt im Internet, in den Kommentaren, wo dann wirklich immer denkst so, ja klar, du hast echt die Weisheit mit Löffeln gegessen, ne? Du bist die eine Person, die das aufgedeckt hat, was keiner vor dir geschafft hat, ist ganz klar. Manche Menschen, ne? Eisblume, hallo. Vielleicht sind ja wieder Pilze da. Oh ja, ich kann mal gucken, aber 10 Stück. Ich glaube nicht, oder? Jetzt machen wir erstmal das hier. Kriegen wieder Kohle. Wir können ja auch mal shoppen gehen. Und wir können noch Fotos bewerten, Leute. Für unsere 50 Mondsterne. Steine. Wie auch immer. Ah, nee, Quatsch. Ich wollte die lagern, ne? Ich habe die extra angepflanzt, damit ich die lagern kann.